Überglücklich verkündeten Laura Maria Rüper, 26, und Pietro Lombardi, 30, vor ein paar Tagen, dass sie heiraten werden. Doch die Kritik an der Verlobung wird immer größer. Pietro Lombardi, Laura Maria Rüper, Kritik nach Verlobungs-News. Pietro Lombardi ist sich ganz sicher mit Laura Maria Rüper. Nach einer rund zweijährigen On-Off-Beziehung haben der Ex-DSDS-Sieger und die Influencerin in diesem Frühjahr wieder zueinander gefunden. Und dieses Mal soll es für immer halten, schließlich ist Laura mit dem ersten gemeinsamen Nachwuchs schwanger. Es wird ein Junge. Und Pietro scheint es eilig zu haben. Obwohl er erst seit ein paar Monaten wieder mit der 26-Jährigen zusammen ist, ging er nun vor ihr auf die Knie. Während viele prominente Freunde sich für das Paar freuen, finden einige Fans von Pai die Verlobung überstürzt. Unter dem Verlobungspost auf Instagram bringen die User zahlreich zum Ausdruck, dass sie bezweifeln, dass Laura wirklich die Richtige für den Sänger ist. So ist dort unter anderem zu lesen, um Gottes Willen. Schlimmster Fehler, den Pai machen kann, im Podcast wurde gesagt, dass sie mit ihm ausgesorgt hat und letztendlich hat sie ihn ja ein bisschen erpresst mit der Hochzeit und dem Nachnamen des Babys. Traurig. Hoffe, es geht gut. Hab leider kein gutes Gefühl. Autsch. Zwar ist Laura Kritik gewohnt, diese Kommentare dürften der werdenden Mutter dennoch einen Stich ins Herz versetzen. Stichelt Ex Jonah Steinig hier gegen Laura? Auch Lauras Ex Jonathan Steinig scheint von der bevorstehenden Hochzeit nicht viel zu halten. Mit dem ehemaligen Bachelorette-Teilnehmer war die Blondine vor Pietro liiert, traf sich aber in einer Off-Phase zeitweise wieder mit ihm. Friedlich sind die beiden nicht auseinandergegangen. Jonah teilte bereits des Öfteren gegen Laura aus und behauptete unter anderem, dass sie durch Pietro nur berühmt werden wolle. Nun schien er sich erneut einen Seitenhieb gegen seine Ex nicht verkneifen zu können. Auf die Frage eines Followers, ob Jonah irgendwann heiraten möchte, entgegnete er, dass das schon sein Wunsch sei, allerdings benötige er dafür die 500%ige Sicherheit, da eine Hochzeit ein Segen und Fluch zugleich ist. Wenn die Person nicht zu 500% die richtige ist, kann sie dir dein Leben auf Schlag ruinieren.